Einen wunderschönen guten Tag. Hier werde ich mal den Kampfsimulator mal vorstellen. Das mache ich in mehreren Schritten, aber hier erstmal so diese Grundeinstellungen, die man so braucht oder machen kann hier an diesen Sachen. Als erstes nehmen wir dieses Bild hier. Man sieht hier die verschiedenen Generäle, die zur Auswahl sind, die wir dementsprechend machen können. Und oben stehen die Wellen, die man machen möchte. So, nehmen wir diese Heimatinsel. Wenn man da unten das Lager wählen geht, dann kann man ein Lager wählen. Ich wähle mal willkürlich mal ein Lager. Ich nehme mal dieses Lager hier. Mit den drei. So, und klickt darauf, dann habe ich jetzt hier, also dann kann ich hier dementsprechend wahlweise hier meine Einheiten setzen. Ich setze jetzt mal hier auf die 200 Rekruten drauf. Ich werde jetzt auch rein tippen, aber ich drehe das jetzt mal hier so. Mach das jetzt mal so jetzt hier. So. Und jetzt habe ich jetzt bei diesen drei und dann setze ich auf diesen Simulator. Jetzt sagt er, okay, bei diesen drei sagt er, ein Sieg wäre hundertprozentig und gibt dir dann das dann an. Das wäre die eine Möglichkeit, die man machen kann. Die nächste Möglichkeit wäre, wenn man dieses hier machen kann oder machen möchte, dass man hier diese Sache jetzt hier nimmt. Wir behalten uns dann immer noch weiter hier auf diese drei, auf dieses Lager hin. Also kein anderes Lager. Gehe ich jetzt hier auf optimale Angreifer finden darauf, dann öffnet sich hier und dann ändert sich denn hier so einiges. Dann, wenn ich dieses denn hier so habe, dann setze ich meine Einheiten, die ich zur Verfügung habe. Ich habe zum Beispiel jetzt hier diese Rekruten, Milizen, Soldaten, Elite-Soldaten habt wahrscheinlich noch nicht jeder, aber dann die Reiter und die Bogenschützen und den Langbogenschützen. Nehme ich jetzt einmal. Jetzt sehe ich jetzt hin, jetzt gehe ich, kann ich jetzt hier noch eine erweiterte Einstellung machen. Aber dazu kommen wir dann noch gleich nochmal. Jetzt haben wir das jetzt hier alles hier zurückgesetzt. Und dann starte ich nochmal diesen Simulator. Und dann sieht man, der hat jetzt bis zu 3003 Möglichkeiten. Ist auch relativ schnell. Und jetzt kann man unten sehen, was er da für diese drei mit den General, diesen normalen General mit den 200 Einheiten macht, da sagt er, die beste Möglichkeit wäre 20C, das wären die Reiter, und 180R, das wären die Rekruten. Wenn das jetzt ein hier zu lange ist, dass man diese 3000 Bereiche denn da sind, dann kann man diese Kombinationen, kann man das umändern. Wenn man jetzt höher geht, dann ändert sich das rum auf nur 126 Kombinationen, die möglich dann sind. Ich stelle das meistens immer so 50-50, dann ist diese Möglichkeit dann immer dann noch da. Und wenn ich denn jetzt da so das da mache, kommt das gleiche auch raus wie da ist, aber da geht es dann mit 50 Reiter und 150 Rekruten. So, wenn man jetzt hingeht, das alles jetzt zurücksetzt und ich wähle eine andere, ich sag einmal, ich wähle jetzt mehr dieses Lager aus, was ich angreifen wollte. So. Und ich hätte jetzt diese Einheiten, brauche ich nur noch auf den Simulator zu drücken. Und dann errechnet er mir denn, was ich dazu brauche.
Dazu, zu diesem einen Lager, müsste ich denn die 150 Reiter, diese C, und diese 50 Rekruten dabei haben. Und dann würde ich einen Verlust von 21, etwa 21, 22 Rekruten, Maximum Verlust, kann auch schon mal sein, dass das mal nicht so ganz genau hinhaut, aber im größten Teil ist dieser Kampfsimulator eigentlich immer gut. Geht man jetzt hin und dass man zum Beispiel eine Sache macht, jetzt wo man jetzt mehrere Sachen machen muss. Ich habe denn da jetzt ja hier dieses, da ist denn mit dem Wilde Waldraut, da diese Sache dann ist da, muss man mehrmals angreifen. Wenn ich jetzt das hier auf 1 lasse und ich suche das denn raus, dass ich denn da klicke und die 126, da sagt der hier 0% an Gewinnchancen bei 200 Rekruten. So, gehe ich jetzt hin und mache jetzt da diese 3. Und setze das den Sender an. Dann gibt er immer die erste Seite an, wie meine 200 Rekruten. Und dann, das ist dann die erste, die zweite, also erste sind wenn die zwei, immer 200 Rekruten, wäre das denn, das wäre dann dreimal 200 Rekruten, die ich dann da angreifen müsste. Und dann bei der, das ist die erste Möglichkeit, wo die 0 steht. Und wenn ich jetzt hier hingehe und ich suche jetzt hier raus, auch auf diese, ich sag mal, auf diese zweite Möglichkeit, das ist die 1, ist die zweite Möglichkeit, da sind dann auch 150 Rekruten, 50 Bogenschützen und drei Generäle mit dieser gleichen Ordnung, gleichen Anzahl dreimal. Und dann einmal 50, 150 Rekruten und 50 Bogenschützen. Dann würde dieses denn mit 3 Angriffen denn gemacht werden. Wenn man ein Abenteuer spielt, machen möchte, dann braucht man nur auf diese Heimatinsel zu gehen und schon öffnet sich ein Fenster, wo man schauen kann, wo man welches Abenteuer man machen möchte und das denn damit denn jeweils denn diese Sachen denn machen. Ich gehe jetzt mal auf die ja auf die Söhne des Schneiderleins, ist als ein großes Lager. Dann gehe ich das, dann wähle ich das Lager aus und das hier ist die Karte. Ich wähle mal ein x-beliebiges Lager aus, da hier das Lager. Gehe dann wieder auf die 1 und jetzt mache ich das mal so, wie ich das so habe, welche Einheiten ich habe. So, ich habe den Veteran mit 250 und ich habe noch da und dieses noch da mehr. So, diese Einheiten habe ich und den noch dabei. Und wenn ich jetzt dieses jetzt hier rein gemacht habe und ich starte diesen Simulator, dann errechnet er mir den Simulator mit der genauen Bezeichnung, wie das dann ist, gleich kommt denn da diese Sache da, wie man da angreifen muss, um einmal da durchzukommen. In diesem Falle habe ich jetzt hier noch die Kanonen noch da, das wäre Sieg, wäre 100%, das wäre denn 100 Kanonen und 150 Rekruten,
Und Verluste hätte ich ungefähr 142 Rekruten und ja 0,06 Kanonen, also 0 Kanonen. Das wäre so diese Grundschema von diesem ja, Kampfsimulator. Der ist ganz einfach zu bearbeiten und man kann im Groben und im Ganzen da mitmachen. Und auch, er ist auch relativ genau, eine Prozentzahl, die da unterschiedlich ist, liegt so bei 5 oder 10%. Mehr ist da nicht dran. Ich hoffe, dass dieses Video relativ ja, aufschlussreich war. Wenn irgendwelche Probleme sein sollte, dann schreibt das mir, dann werde ich versuchen, das noch das nächste Mal ein bisschen besser zu machen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.